Heimat wird präsentiert von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Mit Heinz Erhardt darf ich Sie heute begrüßen. Dieses wunderbare Gedicht zeigt, wie vielfältig Kultur ist. Und wir wollen Sie mit Heimat einladen in eine Ausstellung, die gleich zwei Genres miteinander verbindet. Auf der Festung Ehrenbreitstein ist Hans-Jürgen Burckhardt zu erleben. Er kommt ursprünglich aus Lahnstein, war lange als Fotojournalist für den Spiegel unterwegs. Und hier zeigt er uns aber seine Bilder, die Deutschland zeigen in Verbindung mit Musik an Tagen wie diesen. Mit seiner Kamera war er in der ganzen Welt unterwegs. Kein Hund war ihm zu bunt. Jetzt ist ein Projekt des Lahnsteiners im Haus der Fotografie auf der Festung Ehrenbreitstein zu sehen. An Tagen wie diesen. Ich bin ja 52 geboren, 68, als das mit die Studentenbewegung überall der Welt war, war ich 16. Und Deutschland war auch für mich zu klein. Ich bin dann raus in die Welt, habe für die Zeitschrift Geo bin 10 Jahre durch die Welt gefahren, dann war ich für den Stern in Russland ab 89 und bin jetzt zurückgekommen und habe mir mein eigenes Land im wahrsten Sinne des Wortes neu erfahren. Und zwar anhand von Songtexten junger deutschsprachiger Gruppen, die ja teils wunderbare Texte machen, die man oft im Radio gar nicht so richtig versteht, die ich aber ausgedruckt auf dem Beifahrersitz hatte. Und so bin ich durchs Land gefahren und habe Bilder zu diesen Texten gesucht. Und gefunden. Deutschland in all seinen Facetten. Sein Blick auf die Welt vielschichtig. Ich habe mal in irgendeinem Interview gesagt, ich habe jeden Dreck der Welt gefressen. Und das stimmt irgendwie auch. Ich habe in Russland ja so viele Jahre gearbeitet. Ich habe vorhin erzählt, bin in Tschetschenien mal vom Panzer gefallen, habe mir mein Knie verletzt und habe jetzt eine Prothese drin seit kurzem. Ich war mit Ärzte ohne Grenzen im Sudan, in Angola und habe dort hab in Hungercamps gearbeitet. Habe eine deutsche Ärztin aus Bad Neuenahr getroffen in einem Camp, wo jeden Tag 40 Kinder um uns herum verhungert sind. Ich habe viele schlimme Dinge gesehen, aber habe auch viele liebenswerte Momente und ungewöhnliche Momente hier in meinem Land entdeckt. Und ich hatte es in der Rheinzeitung in der letzten Woche erwähnt, wenn ich dann von Lahnstein, wo ich geboren bin, über Braubach nach Dachsenhausen fahre und dort über die Landschaft blicke, über den vorderen Taunus, die kleinen Dörfer sehe, die verschachtelten Felder, dann fühle ich mich irgendwie wieder angekommen in meinem eigenen Land. Dieses Land ist seine Heimat. Mal kritisch, mal befreiend. Es ist ein Gefühl der Verwurzelung. Man hat doch seine Wurzeln hier. Man ist Deutscher, ist hier groß geworden, mit Gewohnheiten, mit einem kulturellen Hintergrund, den man ja aufgesogen hat mit der Muttermilch. Das kann man einfach nicht verleugnen und das will ich jetzt auch gar nicht. Und freue mich, auch immer mehr Aspekte meines Landes zu entdecken. Und dieses Projekt ist ein Projekt in progress. An Tagen wie diesen eine sehenswerte Ausstellung im Haus der Fotografie auf der Festung Ehrenbreitstein. Die Sommerferien stehen vor der Tür und da überlegt man natürlich, was kann man Tolles unternehmen? Vielleicht einen Ausflug in die wunderbare Stadt Trier. Dort lebten die Römer und sie haben viele Spuren hinterlassen, zum Beispiel die Thermen. Und wie die eigentlich funktionieren und was wir heute noch davon lernen können, all das kann man im UNESCO-Welterbe Trier erleben. Schauen Sie mal. Trier wird Kaiserresidenz.
Wir befinden uns am Ende des 3. Jahrhunderts nach Christus. Eine enorme Bautätigkeit setzt ein in Augusta Treverorum. Prächtig in der Ausgestaltung und clever in der Funktion. Das Heizsystem der Thermen war so einfach wie genial. Kaltes Wasser wird in Kesseln für die Badebecken erhitzt. Gleichzeitig verteilt sich die erhitzte Luft zwischen den Pfeilern unter dem Boden, dem Hypokaustum, und in die Tubuli, die hohlen Wandfliesen. Ein vielschichtiges System, das wir heute noch entdecken können. Das ganz Besondere der Trierer Kaiserthermen ist, dass wir die Bedien- und Entwässerungskanäle noch erhalten haben über weite Strecken, die auch begehen können. Wir stehen jetzt hier eben in einem dieser Entwässerungskanäle und auf dieser untersten Ebene wurde das Wasser aus dem Becken abgeführt, wurde dann Richtung Mosel weitergeleitet. In der Regel ist es so, dass an diesen Stellen, wo diese Entwässerungskanäle laufen, dann darüber auch angesetzt waren die Bedienungsgänge. In diesen Bedienungsgängen bewegten sich die Beschäftigten der Kaiserthermen, die eben dafür zuständig waren, die Feuer in den Heizanlagen in Betrieb zu halten, dafür zu sorgen, dass eben die Fußbodenheizung, die Wandheizung und auch die Warmwasserbecken entsprechend befeuert wurden. Ein Besuch in der Therme gehörte ab einer gewissen Schicht zum alltäglichen Leben in Augusta Treverorum. Um 316 nach Christus verlagern sich die Interessen von Kaiser Konstantin gen Osten des Reiches. Die Bauarbeiten geraten ins Stocken. Das Interessante bei den Kaiserthermen, die ja wirklich ein ganz großes Bauprojekt sind innerhalb der Stadt, ist, dass sie nie fertiggestellt wurde. Also schon nach wenigen Jahrzehnten geriet der Baubetrieb ins Stocken. Und es hat dann nochmal viele Jahre, Jahrzehnte gedauert, bis man die Baumaßnahme wieder aufnahm. Dann aber mit geänderter Funktion. In der letzten Umsetzung, das ist dann so etwa im 3. Viertel des 4. Jahrhunderts, entsteht hier keine Thermenanlage mehr, sondern vermutlich ein Kasernengebäude. Wer heute durch die Bediengänge geht, findet Spuren von damals. Die Kaiserthermen sind ein fantastisches Zeugnis der Vergangenheit. Dass wir jetzt gerade hier in diesem Bereich diese hochragenden Mauern des Warmbadesaals noch sehen, hängt auch damit zusammen, dass der Bereich dann im Mittelalter genutzt wurde, dass sich hier ein Geschlecht, das sich dann auch als De Castello bezeichnet hat, angesiedelt hat. Es entsteht ein Wohnturm und die Reste der Thermenanlage werden dann auch einbezogen in die mittelalterliche Stadtmauer. An dieser Stelle dann auch ein Tor, was in die mittelalterliche Stadt führt. Trier ist seit 1986 ein kulturelles Erbe für die ganze Welt. Zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt eben neben den Kaiserthermen, in denen wir uns gerade befinden, auch die Konstantinbasilika, das Amphitheater, die Barbara-Thermen, die Porta Nigra, die Römerbrücke, die Igler Säule und Dom- und Liebfrauenkirche in Trier. Also insgesamt 9 Bauwerke, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Wer eines von 6 Kriterien erfüllt, kann zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt werden. In Trier werden gleich 4 erfüllt. Das 6. wiegt besonders, denn hier wird die Stadt verknüpft mit historischen Ereignissen, die die Weltgeschichte ganz maßgeblich beeinflusst haben. Und für Trier ist das eben die Situation, dass wir hier den Kaiser Konstantin in seiner Residenz haben, der von hier aus auch seine Feldzüge gegen Widersacher startet und der ein ganz wichtiges Signal setzt, was die Anfänge des Christentums oder die Akzeptanz und die Anerkennung des Christentums im Römischen Reich angeht. Und unsere Geschichte bis heute prägt. Gut, dass ihr da seid. Jetzt könnt ihr endlich die Thermen fertig bauen. Ihr habt jetzt die Wahl. Entweder ihr hängt euch voll rein, oder es wird ziemlich ungemütlich für euch. Habt ihr das verstanden? Gut. Und jetzt werdet ihr arbeiten. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und wann das ist, das bestimme ich. Also, kommt mich besuchen in den Kaiserthermen. Wir machen Geschichte lebendig.
Das war's für heute mit Heimat. Nächste Woche gibt es mehr Kultur aus Ihrer Region. Und da wir wissen, dass Kultur so vielfältig ist, ist für jeden was dabei. Versprochen. Heimat wurde präsentiert von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz.